Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Mumien und entdecken ihre Geheimnisse. Und das nicht nur beim Menschen, auch bei den Tieren. Wie bei diesem Mammut, das vor 40.000 Jahren gestorben ist. Mit Hilfe von Forschern aus aller Welt entschlüsselt Einstein seine Lebensgeschichte. Sie haben Fraßspuren gefunden. Das kommt nicht von einem Messer. Das wurde abgerissen. Mumien stemmen sich gegen Verwesung und Zerfall. Aber wie schaffen sie das? Einstein will es wissen. Und Tobias Müller begibt sich auf eine ganz besondere Spurensuche. Er will alles erfahren über die schönste Mumie der Schweiz. 50 Kinder, ja, das ist also wirklich eine beachtliche Leistung, vor allem auch dazu mal, oder, wo man die moderne Medizin kann. Wer war diese Dame wirklich? Recherchen von Einstein, unterstützt von der modernen Wissenschaft. Das ist die Basler Barfüßer-Mumie, die hier gerade in die Ausstellung «Mumienrätsel der Zeit» gebracht wird, die morgen hier im Naturhistorischen Museum zu Basel eröffnet wird. Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen bei Einstein. Vor 40 Jahren hat man diese Mumie bei archäologischen Grabungen in der Basler Barfüßerkirche entdeckt. Und nie hat jemand herausgefunden, wer diese Frau gewesen sein könnte. Wir wollten das Geheimnis aber lüften wollen und darum haben Sie und ich vor gut einem halben Jahr unser erstes Rendezvous hatten. Also zuerst eher ein Blind Date. Zumindest so lange, bis alle Schrauben draussen waren. Der Anthropologe Gerhard Hotz kennt Barfüßer-Mumien schon, wird sie heute aber noch mal untersuchen. Also es ist immer noch ein bisschen Kribbeln. Ist immer noch ein bisschen Kribbeln. Jetzt kann man vielleicht am Fuß anheben und dann tun wir sie so über. Vor mehreren hundert Jahren gestorben und sie ist noch unglaublich gut erhalten. Das beeindruckt mich. Es schmeckt nach gar nichts. Nein. Ja. Im Gegensatz zu den ägyptischen, die einen relativ intensiven Geschmack haben. Ja. Also wenn ich die ägyptische Mumie-Vitrine aufmache, dann macht es mir wusch. Mein Wunsch, mein Ziel ist eigentlich, die Person zu identifizieren, zu schauen, wo gehört sie an, aus welcher sozialen Schicht kommt sie, wie hat sie gelebt. Was war ihr Name? Wie hat sie ausgesehen? Wie hat sie sich ernährt? Was für Krankheiten hat sie gehabt? Einfach das ganze Umfeld rekonstruieren. So. Ein ambitioniertes Ziel, das wir uns hier gesteckt haben. Weil bis heute weiss man nur wenig. Frühere Untersuchungen haben ergeben, sie soll vor gut 250 Jahren gelebt haben, etwa 45 Jahre alt geworden sein. Und wie ihre Oberschenkel auch heute noch verraten, war sie eher füllig gewesen. Aber wie erfahren wir mehr über das Leben dieser Frau? Rechtsmediziner und der Computertomograph sollen uns erste Antworten liefern. Ein detaillierter Blick ins Innere der Mumie geben uns schliesslich modernste Röntgenbilder. Da haben wir schon das erste Bild. Das ist der Schädel hier, wahrscheinlich so Reste vom Gehirn vertrocknet, was dann zusammengefallen ist. Aber hier ist ja die Aorta ist ja fast zu. Da ist ja hochgradig verkalkt. Wenn ich jetzt das so sehe, Arterienverkalkung, das klingt also ein bisschen nach Zivilisationskrankheit. Also auch noch, dass es dieser Frau vielleicht gut gegangen ist, dass sie halt viel gegessen hat, genug zu essen gehabt hat. Ist das so? Ich denke schon. Wir haben ja die Mumie angeschaut und gesehen, dass sie sehr grosse Oberschenkel hatte. Das war eine füllige Frau. Die hat gut und genug zu essen, vielleicht auch fettreiche Ernährung. Und ihr Grab ist direkt vor dem Altar gelegen in der Kirche. Das heisst, das war ein sehr bevorzugter Bestattungsplatz. Das ist eine Frau, meiner Meinung nach, aus der Oberschicht. Und die hat halt sich gut ernährt. Und dann hat sie die gleichen Probleme, die wir heute auch haben. Aber wie alt ist sie geworden? Bei früheren Untersuchungen haben die Forscher auf die Zähne geschaut. Die unten im Kiefer sind wenig abgenutzt. Darum hat man sie 45 geschätzt. Aber jetzt macht uns plötzlich etwas stutzig. Der Oberkiefer. Aber wenn sie oben gar keine Zähne mehr hat, dann hat sie auch nichts mehr, was reiben kann. Ja. Und dann kann sie sehr alt sein und so Zähne haben. Ist die Frau vielleicht doch älter als 45?
hat sie Zähne im Oberkiefer schon so früh verloren, dass die im Unterkiefer nicht mehr abgerieben wurden und darum so gut erhalten sind. Hier sehen wir jetzt von unten auf den Oberkiefer. Das ist der Oberkiefer und hier sitzen normalerweise die Zähne. Und da müssten jetzt, wenn die Zähne ausgefallen sind, sind erstmal Löcher im Knochen. Und die wachsen im Laufe der Zeit dann zu. Das sagt uns, dass hier schon längere Zeit keine Zähne mehr waren, dass die Knochenfächer der Zähne, wo die Zahnwurzeln drin waren, alle verheilt sind. Alles deutet für mich auf eine Person hin, die ein höheres Sterbealter hatte, wo wir bis jetzt angenommen haben. Also nicht 40 bis 45, sondern wahrscheinlich über 50 bis 60, vielleicht auch 65. Und das ist noch wichtig, weil wenn wir die Person identifizieren wollen, brauchen wir ein möglichst verlässliches Sterbealter. Sie ist also vermutlich deutlich älter gewesen, als man bisher angenommen hat. Eine erste Überraschung. Wir brauchen aber noch mehr Indizien, die genauere Informationen zu ihrem Alter liefern. Die wohl gut betuchte Basler Dame steckt voller Geheimnisse. Ist sie eher 45 oder doch 60 Jahre alt geworden? Wann hat sie gelebt? Wer war sie? All das will Einstein herausfinden. Ein Zahn zeichnet das ganze Leben einer Person auf. Den hier nehmen wir unter die Lupe. Und das Gewebe, zu Asche verbrannt, liefert aufschlussreichen Kohlenstoff. Eine Kohlenprobe vom Knie soll Einstein das Sterbedatum liefern. Der letzte Hinweis kommt vom Sarg. Das Brett kommt unter das Mikroskop und kann uns so verraten, aus welcher Zeit das Holz stammt. Eine Fülle von Indizien, denen wir nachgehen können. Dies aber nur, weil die Barfüßer-Mumie der Verwesung widerstand. Sie ist die große Ausnahme, denn eigentlich verwesen wir alle. Und wie das geht, testen wir mit einem gläsernen Sarg, zwei tiefgekühlten Rehkadavern und einer leidenschaftlichen Forscherin. Einstein wagt ein Verwesungsexperiment. Das erste Reh kommt in den Sarg. Biologin Ildikó Szelec will uns zeigen, wie Verwesung in einem luftdicht verschlossenen Raum abläuft. Mit Silikon verschließt TV-Requisiteur Andi Greutmann den Sarg. Auch wenn die Verwesung ihr Spezialgebiet ist, leicht fallen der Biologin solche Experimente nicht. Dieses Tier ist allerdings ein Unfallopfer und das macht es insofern ein bisschen leichter, weil es dadurch natürlich nicht ganz umsonst gestorben ist und wir es eben auch noch für wissenschaftliche Zwecke nutzen können. Aber grundsätzlich muss man damit sehr gewissenhaft umgehen. Mit beiden Kadavern geht's ins Feld. Die Fahrt endet bei einem Waldstück im Neuenburger Jura. Hier ist Verwesung Forschungsgrundlage. Wissenschaftlerin und Requisiteur tragen den zweiten Rehkadaver in den Wald. Auf dem Versuchsfeld der Universität Neuenburg ist bereits ein Platz vorbereitet. An diesem Reh werden wir die ganz normale Verwesung erleben. Gleich daneben platzieren wir das Verwesungsexperiment im luftdicht abgeschlossenen Raum. Zum Schluss schützen wir den offenliegenden Kadaver noch vor großen Aasfressern. Noch die letzten Handgriffe, dann kann unser Experiment starten. 2 Monate lang werden wir beide Verwesungen dokumentieren. Ein lebendiges Reh beherbergt Milliarden von Mikroorganismen. Der Großteil von ihnen lebt im Darm. Stirbt das Reh, dann leben diese Mikroben weiter. Sie verdauen statt Nahrung jetzt das tote Reh selbst. Schützenhilfe kriegen sie aus den körpereigenen Zellen. Die platzen auf und Enzyme beginnen, das eigene Gewebe zu spalten. Auch an erster Front mit dabei: Fliegen. Sie legen ihre Eier in die Körperöffnungen. Denn für ihre Maden ist ein toter Körper ein Schlaraffenland. Bakterien, Enzyme und Fliegenmaden. Das ist die natürliche Putztruppe, welche in den ersten 24 Stunden loslegt. Die Bakterien bilden jede Menge Gase und das Reh bläht sich auf. Nach ein paar Tagen reißt die Haut. Damit wird der Kadaver zugänglicher und zum Paradies für Maden.
Weitere Aasfresser interessieren sich für das Festmahl. Gemeinsam putzen sie über die nächsten Wochen alles Gewebe fein säuberlich weg. 2 Monate sind vergangen. Die Wissenschaftlerin und unser Requisiteur entdecken 2 unterschiedlich verweste Tiere. Da haben wir Haut, ledrig. Und es riecht überhaupt nicht. Jetzt. Nicht mehr, ja. Nicht, ja. Mehr. Nicht mehr, nicht mehr. Wenig Gewebe dran, genau. Das ist ja im Prinzip bei den Rehen wahrscheinlich Fell und Sehnen und Knochen. Und, ja. Und beim zweiten Reh? Dass da nicht mehr gegangen ist, erstaunt mich. Ja, du hast aber ja keinen Insekten. Also die Insekten spielen eine unglaublich große Rolle. Ja? Und du hast ja keinen Zugang. Ja? Du hast gar nichts hier. Ja. Ja? Nur das, was der Körper, also der Kadaver selbst mitbringt. Mhm. Wir öffnen den Sarg und manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Was ist jetzt da, die Flüssigkeit da? Also eines ist Blut oder was muss ich mir da vorstellen? Ja, da sind also Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten ausgetreten und natürlich hat im Körper auch eine Zersetzung stattgefunden. 2 Monate in 7 Sekunden. Beide Kadaver werden freigelegt und gewogen. Wir haben hier einmal das vom freien Feld. Das hat 75% seines Gewichts verloren. Ja? Da ist kein Gewebe mehr, gar nichts, kein Fleisch mehr, nichts. Und dann haben wir das im geschlossenen Gefäß, im geschlossenen Container. Und da, das hat gerade mal 30% seines Gewichts verloren. Und wir sehen hier noch komplett das ganze Tier. So unterschiedlich kann Verwesung wirklich sein. Unser Experiment zeigt, in einem luftdicht verschlossenen Sarg verläuft die Verwesung deutlich langsamer. In der Basler Barfüsserkirche hat unsere Mumie die Jahrhunderte überstanden, bevor sie ausgegraben worden ist. Wann sind Sie das letzte Mal da gewesen? Wissen Sie das noch? Ja, das wird so 3-4 Jahre her sein bei einem Museumsbesuch. Der Martin Schneider ist ein Zeitzeuge. Er war vor 40 Jahren dabei gewesen, bei diesem sensationellen Fund. Heute wird er mir zeigen, wo er damals die Mumie gefunden hat. Wollen wir schauen? Ja. Das Museum ist dort mal umgebaut worden und eine riesige Baustelle gewesen. Also der ganze Boden, den wir jetzt hier haben, der ist dort mal wahrscheinlich ganz weg gewesen. 2 oder 3 Meter runter. So, auf den ersten Blick können Sie es jetzt wahrscheinlich nicht sagen, oder? Ja, also ich weiss, es ist im Bereich von dem Lettner. Der ist dort noch nicht gestanden, der ist rekonstruiert. Im 1976 hat Martin Schneider als Mitarbeiter der archäologischen Bodenforschung den Fund selber gefilmt. Dortmal ist der ganze Boden rausgerissen worden, um für das Museum in der Kirche ein Untergeschoss einzubauen. Die sterblichen Überreste von Dutzenden gut betuchten Basler, die im Kirchenboden begraben waren, mussten weichen. Das war das Grab. Die alten Pläne existieren alle noch. Dort in dieser Nische vom Lettner. Ja. Heute hat sie in diesem Bereich ein Stege, das es früher nicht gegeben hat. Ja. Aber so ungefähr. Aber platzmäßig müsste sie, dass es etwa da ist. Also platzmäßig müsste sie hier gelegen sein, aber nicht auf dieser Höhe, sondern vielleicht weiter unten. Weiter unten. Das. Was war das für ein Moment, wo Sie die Leiche gefunden haben und mit der Zeit vielleicht auch gemerkt haben, ah, das ist jetzt wirklich, die ist wahnsinnig gut erhalten? Im ersten Moment hat man das noch nicht so gemerkt. Also es war eigentlich ein Prozess mit dem Freilegen. Dann. Und dass ich mit der Zeit gemerkt habe, wie gut die erhalten ist. Auch dann beim weiteren Freilegen dann noch im Museum. Also vom Aber es ist natürlich spannend. Mhm. Spannend. Es ist ein einmaliger Fund, der in Geschichte eingeht. Alles war rum, sogar Fetzen von ihren Kleidern. Archäologen haben die Mumien freigelegt und geputzt.
Aber gerade mit Seidenhändchen haben sie nicht angelangt. Bei diesen Bildern schlagen heutige Archäologen wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen. Dass ausgerechnet diese Leiche so gut erhalten geblieben ist, liegt an der trockenen, kühlen Atmosphäre in der Kirchengruft. Aber nicht nur. Es war noch ein Gift im Spiel. Quecksilber. Quecksilber deshalb, weil die Basler Mumie wahrscheinlich eine Syphilis erwischt hatte. Und vor ein paar hundert Jahren steckte man Syphiliskranke in eine Art Quecksilber-Dampfsauna. Das tötete die Syphilisbakterien ab, vergiftete aber auch den Rest des Körpers. Vielleicht starb die Dame sogar wegen des Quecksilbers. Ihr Körper ist voll davon und konnte darum nicht verwesen. Eine sehr ungewöhnliche Mumie also, denn meist mumifizieren sie aus ganz anderen Gründen. Wegen der Kälte zum Beispiel. Bei Nulltemperaturen friert alles ein. Da kann die Verwesung gar nicht erst beginnen. Ötzi ist das Paradebeispiel dafür. Auf Eis gelegt, kann man gut 5000 Jahre in ziemlich gutem Zustand überstehen. Hier die Gletschermumie eines Steinbocks, die ab heute die Mumienausstellung des Naturhistorischen Museums Basel ziert. Sie ist wohl ein paar hundert Jahre alt. In ein Moor dringt kein Sauerstoff. Und ist der Sauerstoff im Körper aufgebraucht, stoppt die Verwesung. So entstehen Moorleichen. Diese zwei Männer versanken vor 2000 Jahren im Moor. Gerbstoffe aus Pflanzenmaterial erhalten die Haut perfekt. Der saure Boden löst die Knochen auf und die Innereien werden plattgedrückt. Das klappt auch bei Eidechsen, wenn sie das Harz überrascht. So geschehen vor 20 Millionen Jahren. In der Trockenheit fehlt das Wasser. Und verdorrte Körper können nicht mehr verwesen. Auch nicht in unseren Breitengraden. Oft waren die Opfer Katzen. Sie wurden absichtlich eingemauert, als Schutz vor bösen Geistern. Gang und gäbe war das noch vor 200 Jahren, quasi vor unserer Haustür, in Deutschland. Das Geheimnis der Katzenmumien bei uns online. Trockenmumien gibt es natürlich auch menschliche. Diese Frau lebte vor 7000 Jahren. Und verwest man nicht, wie unsere Basler Mumie, so können die Forscher Erstaunliches herauslesen. Das Brett könnte verraten, wann der Sarg gezimmert wurde. Und damit einen ersten Anhaltspunkt liefern, wann die Dame gestorben ist. Auch das kleinste Stück Holz kann wertvolle Hinweise liefern. Mit gutem Auge und ruhiger Hand vermisst ein Dendrochronolog für uns die Ohrringe vom Holz auf 100stel Millimeter genau. Daraus rechnet der Thorsten Westphal eine charakteristische Kurve und vergleicht die mit hunderten anderen Tannen aus dem Raum Basel. Hier passt sie, beim Jahr 1748. Ein Baum also, der bis dann gewachsen und nachher zu einem Brett für einen Sarg verarbeitet worden ist. Ein erster Beweis dafür, wenn unsere Barfüßerdame gestorben ist. Das muss nicht sein. Es kann auch eine Ausbesserung des Sarges sein oder eben ein neuer Sarg, in dem eine ältere Mumie liegt. Und diese Fragen zu klären, wäre mehr Holz deutlich von Vorteil und besser für den Dendrochronologen. Mehr Holz gibt es nicht. Dafür aber eine Kohlenprobe vom Knie. Auch hier müsste also 1750 herauskommen, wie beim Brett. Wäre dies der Fall, dann wäre endgültig bewiesen, wann die Basler Mumie starb. Und diese Bestätigung suchen wir zu Mannheim. In dem sogenannten Teilebeschleuniger-Massenspektrometer verschwindet unsere Knieprobe. Das Ungetüm eines Messgeräts kann ihr Alter bestimmen. So etwa 1750 erwarten wir. Aber es kommt alles anders. Okay, die Altersbestimmung ihrer Proben hat folgendes Ergebnis geliefert. Okay. Er rotzt nervös. Ich sitze auf Kohlen. Der Laborleiter Ronny Friedrich hat ein überraschendes Ergebnis.
Dort, wo die Grau-, die Rot- und die Violett-Kurve sich berühren, das ist die Zeit, wo die Frau gestorben sein könnte. So um die 1500, 1600. Weit und breit nicht bis 1750, wie wir es erwartet haben. Und was wir sehen können, ist, dass das Material, das Sie uns geschickt haben, in einem Zeitbereich von 1495 bis 1648 liegen muss. Ja, das ist jetzt eine rechte Überraschung, weil wir haben eigentlich erwartet, dass von den Textilien und vom Dendrodatum nach 1748, dass die Person in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gelebt hat. Und das heißt jetzt, ja, 1750 bis 1794, wo Sie jetzt im Auge haben, ja, ist gestrichen. Gestrichen. Ja, genau. Ist gestrichen. Die ganze Runde ist perplex. Wie soll das jetzt zusammenpassen? Eine mögliche Erklärung: Mumien ist um 1750 schon das erste Mal entdeckt und nochmal bestattet worden. In einem neuen Sarg. Auf jeden Fall wissen wir jetzt sicher, sie ist garantiert weit vor 1750 gestorben. Aber genauso wendige machen doch den Reiz aus für sie, oder? Ja, natürlich. Da kommen sie richtig ins Kribbeln. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da rausgekommen, es wird die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ich habe irgendwie so eine innere Überzeugung gehabt. Bang! Bang! Ja, bang. Und zurück auf Feldeis. Will heissen, Frauen suchen, die um 1600 in der Barfüßerkirche begraben worden sind. Basel vor 400 Jahren. Und mittendrin schon damals die Barfüßerkirche. So kleidete man sich vor 400 Jahren. Und nur eine gut situierte Basler Bürgerin konnte sich eine Gruft in der Barfüßerkirche überhaupt leisten. Doch wie hat unsere Mumie wohl vor 400 Jahren ausgesehen? Das zeigen wir Ihnen später in der Sendung. Sibirien. In der letzten Eiszeit. Wie Mammuts gelebt haben, darüber weiß man wenig. Dieser gefrorene Klumpen soll einige dieser Geheimnisse lüften. Forscher aus allen Ländern sind zusammengekommen, denn der Klumpen ist ein bestens erhaltenes Mammut. Eine Mammutkuh. Sie brachte viele Babys zur Welt und überstand Dutzende harte Winter. 40.000 Jahre hat ihr Körper im Permafrost fast schadlos überstanden. Jetzt wollen die Forscher in einer Autopsie ihre ganze Lebensgeschichte aus ihr herausholen. Der Rüssel des Mammuts fasziniert Paläobiologin Tori Harridge ganz besonders. Aber auch der Rest des Tiers ist fast intakt. Das hier ist der Zeh. Dann kommt der Fuß. Wir gehen rauf und zum Ellbogen. Dann geht's übers Narrenbein zum Oberarm, ganz hier nach oben. Und hier ist das Ganze dann am Schulterblatt befestigt. Das ist ein Backenzahn im Unterkiefer. Und das die Unterlippe. Entgegen der landläufigen Meinung waren nicht alle Mammuts riesig. Das hier war kaum größer als ein indischer Elefant. Ich bin 1,70 Meter, also sollten wir etwas nach oben, etwa hierhin. Im Mai 2013 bekamen die Forscher einen Tipp. Es soll Anzeichen auf ein Mammut an der Permafrostoberfläche geben. Weit draußen auf einer nordsibirischen Insel. Das Team begann zu graben. Und entdeckte etwas Unglaubliches. Mammutblut. Mammutblut ist unglaublich selten. Davon wurden bis jetzt nur winzige, vertrocknete Flecken gefunden. Die meisten Mammutmumien werden vom Permafrost erdrückt, was die Organe zerstört. Aber bei diesem Fund ist das ganz anders. Hier hat es unkontaminiertes Fleisch. Und das Fleisch sah so frisch aus wie am Tag, an dem das Mammut starb. Braucht nur ein wenig Salz. Das alles ist dem Permafrostboden zu verdanken, in dem es jahrtausende lang eingefroren war.
Jetzt taut das Mammut während der Autopsie langsam auf. Die Forscher haben 3 Tage lang Zeit, um möglichst viel aus ihm herauszuholen. Danach muss es sofort wieder tiefgefroren werden, damit es keinen Schaden nimmt. Mikrobiologe Bastian Wintermanns sucht nach den Überresten des letzten Mahls dieses Urtiers im Darm. Mit Verdauungsresten, also Jahrtausende altem Kot, könnte er herausfinden, was das Mammut gefressen hat. Als wir anfingen, hieß es buddeln, buddeln, buddeln. Der Dreck muss erst raus und dann dachte ich, ja, vielleicht hat's da tatsächlich was. Es ist Dünndarm. Für mich ist das großartig. Mehr, als ich mir je erhofft hatte. Wintermanns hat Glück. Das ist wie im Himmel. Himmel für einen Mikrobiologen, der Mageninhalt eines Mammuts. Und tatsächlich, bei einem 40.000 Jahre alten Mammutdung findet Wintermanns Grashalme. Das letzte Mal des Mammuts. Zum Speiseplan der Mammuts gehörten Gras und Blumen, zum Beispiel Butterblumen und Löwenzahn. Die Tiere waren perfekt an das garstige Klima Sibiriens angepasst, mit dickem Zottelfell sowie einer 10 cm dicken Fettschicht unter der Haut. So konnten sie jahrzehntelang die extremsten Temperaturen aushalten. Auch unsere Mammutdame. Ihre Stoßzähne sollen dem Paläontologen Dan Fischer ihre Lebensgeschichte erzählen. Im Computertomograph werden sie geröntgt. Das fördert die innere Struktur der Stoßzähne zutage. Hat eine Elefantendame Babys, dann wachsen ihre Stoßzähne langsamer. Der Scan liefert ein hochauflösendes Abbild des Stoßzahns. Und das Wachstum lässt sich im Querschnitt nachvollziehen. Dort lagern sich Jahrringe ab. Und vielleicht kann die Analyse zutage fördern, wie viele Babys unser Mammut hatte. Ein Jahrring während einer Schwangerschaft ist dünner, da das Elfenbein weniger schnell wächst. Das zeigt diese Grafik. Also, hier sieht man das erste Baby, das zweite, das dritte und das vierte. Doch beim vierten Baby ging etwas schief. Die Grafik sieht ganz anders aus. Hier hat es einen Ausschlag. Da kann man interpretieren, dass das Baby zwar nach 2 Jahren Schwangerschaft geboren wurde, aber dann starb. 8 Babys. Eines fiel möglicherweise Raubtieren zum Opfer. Unser Mammut war also eine fruchtbare Mutter. Und dann diese Periode, wo alles flach wird. Das ist die Menopause. Sie hätte gut die Chefin der Elefantenherde sein können. Diejenige, die die jüngeren Elefantendamen ihrer Familie anführt. Die Autopsie erlaubt uns einen immer besseren Einblick in das Leben dieses Mammuts vor 40.000 Jahren. Eine Frage wollen die Forscher noch klären. Wieso musste das Mammut sterben? Unsere Mammutdame wurde über 50 Jahre alt. Das zeigen ihre Zähne, denn sie benutzte ihr 6. und 6. Backenzahnset. Und mit denen stimmte etwas nicht. Ihre letzten Backenzähne sind nicht richtig ausgerichtet, um effizient Nahrung zu zermahlen. Und wenn sie falsch ausgerichtet sind, dann hat das wohl Probleme beim Fressen verursacht. Das alte Mammut war wohl nicht mehr so fit. Die Zähne machten der fast 60-jährigen Herdenchefin Probleme. Aber ihr Tod war noch viel dramatischer. Vielleicht wollte das Tier was trinken, hier beim Moor. Yeah. Die alte Dame kniete wohl nieder und sank in den Sumpf ein. Sie steckte fest. Ein gefundenes Fressen für Raubtiere. Sie haben Fraßspuren gefunden. Das kommt nicht von einem Messer. Das wurde abgerissen. Ein eher grausamer Tod also? Ja, bei lebendigem Leib gefressen. Ein dramatischer Tod. Doch dank des Permafrosts wurde die Mammutdame zur Eismumie und erlaubte so den Forschern einen einmaligen Einblick in ihr faszinierendes Leben. Was können wir über das Leben unserer Mumie erfahren? Die Zahnanalyse vom Mammut wird beim Menschen derzeit auch ausgetestet.
kommen wir dank ihr zu neuen Erkenntnissen? Es braucht nur eine Zehntel Millimeter dünne Scheibe von einem Zahn von unserer Mumie. Die ist wie ein Lebenslauf, erzählt von den guten und den schlechten Zeiten. Die Anthropologin Petra Urban kann diesen Lebenslauf lesen. Wie beim Mammut geht es auch hier das erste Mal ums Jahrring zählen. Das probiere ich selber aus, zusammen mit dem Gerhard Hotz. Das sieht ganz gut aus, der Bereich. Ja, ich hätte jetzt gesagt hier, oder? Eins. Ja, ist okay. Ungefähr. Nö, ist von Anfang schon mal ganz gut. So. Herr Hotz. Zwei. Sie lassen mich einfach machen, oder? Ja, ja. Ich habe genauso viel Erfahrung damit. Drei. Ja. Vier. Immer die dunklen Linien zählen. Eine rechte Sisyphus-Arbeit. Weil richtig scharf sind die Linien wirklich nicht. Mein Gott, ist das schwierig. Das tut es hier. Das Resultat kann ja nie genau sein. Geben Sie es zu. Es wird genau. Es ist eine Übungssache, definitiv. Also man muss einfach mal den Blick entwickelt haben. Wir kämpfen uns also durch. Zählen mal links, mal rechts und kommen schließlich auf 52 Jahrring. Jetzt noch 11 Jahre dazuzählen, weil der Backenzahn, den wir angeschaut haben, beim Mensch erst mit 11 durchbricht, gibt 63. Ein stattliches Alter für unsere Dame. Sehr gut. Naja, war nicht so einfach. Ja, und 63 ist prompt zu hoch. Excuse, gehört sich nicht, den Damen älter zu schätzen. Aber die Forscherin zählt auch Dutzende so Schnitte. Ihr Resultat? Da sind wir zwischen 53 und 58 Jahren. Es ist schwierig, bei den Mumien das Sterbealter zu bestimmen. Ist für uns aber ein sehr wichtiger Anhaltspunkt. Mhm. Dann werden wir jetzt mit 55 Jahren weiterarbeiten für das als Sterbealter. Jetzt zurück zum Lebenslauf im Zahn. Gewisse Linien fallen den Forscher besonders auf, weil sie anders sind. Das sind die Phasen, wo der Körper grossen Stress hatte. Viermal findet man das bei unserer Mumie. Das kann Krankheit gewesen sein oder bei einer Frau eine Schwangerschaft. Schwangerschaft oder Krankheit wird sich in der Verbreitung der Schichten abzeichnen. Wir haben da sehen wir eine Verbreiterung, eine Verdichtung. Das könnte eine Anomalie sein. Anomalie sein, eine Schwangerschaft. Hier eine zweite, eine dritte, eine vierte. Das kann bedeuten, entweder hat sie vier Geburten gehabt oder sie hat drei Geburten gehabt und eine Krankheit. Und ganz zuoberst gibt es noch eine fünfte Stresslinie gegen das Ende von ihrem Leben. Das könnte Syphilis-Erkrankung sein oder auch Quecksilbertherapie, wo der Körper sicher auch zünftig mitgenommen hat. Also, ein kleines Resümee. Die Barfüßermumie ist 400 Jahre alt. Die Dame lebte also um 1600. Sie wurde ungefähr 55 und hatte bis zu vier Kinder. Mit diesen Angaben können wir nun die Archive durchforsten. Wenn man irgendwo Urkunden von gut betuchten Basler aus dieser Zeit findet, dann im Staatsarchiv. Schon seit mehreren Monaten ist ein ganzes Bürgerforschungsprojekt auf der Spur vom Namen unserer Mumie. Die Sterberegister sind nur der Anfang. Aber die Suche hat sich ausgezahlt. Drei stadtbekannte Baslerinnen haben sie gefunden, die zu unseren Vorgaben bezüglich Alter, Kind und Zeit passen. Das wären die drei. Anna Brillinger, Barbara Petri und Maria Mergelin von Brunn. Anna Brillinger. Sie passt in die Zeit so um die 1600, aber sie ist zu alt worden mit 70. Das Alter macht mich da schon ein bisschen stutzig. Barbara Petri, 71. Ist wahrscheinlich auch nicht bei dem, was wir gerechnet haben, so um die 55 Jahre plus minus ein paar. Maria Mergelin. 60, das könnte jetzt passen. 1583 würde auch etwa in unsere Zeitspanne passen. Aber 15 Kinder? Wenn wir so 4 bis 5 sind wir ausgegangen. Ja, ich bin zuerst auch etwas stutzig geworden, aber dann, man muss sich jetzt einfach vorstellen, die hat ab 25 oder 30 ihr erstes Kind bekommen und dann regelmäßig Kind für Kind für Kind. Das heisst, schwanger sie und eine Geburt war für ihre der Normalfall gewesen. Und ich erwarte nicht, dass sich das als Anomalie dann in der Zahnzementschicht zeigen. Ah, dann hat sie in der Zementschicht irgendwie gar kein Stress. Nein, das ist Marker mitgegeben, sozusagen. 15 Kinder ist der Regelfall gewesen bei ihr. Ja. Beachtliche. Ja, beachtliche Leistung. 15 Kinder, ja, das ist also wirklich eine beachtliche Leistung. Vor allem auch dazumal, oder, wo man nicht die moderne Medizin kann. Nein.
Jemanden haben wir jetzt wenigstens einmal. Ja. Das ist ja schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Natürlich haben wir sie auch gefragt, Genealoginnen auch. Aber eben, es ist einfach, wir müssen noch weiter schaffen. Ja. Genealoginnen suchen weiter. 10% der Akten haben schon durchgeackert. Und noch ist nicht klar, ob es noch einen besseren Treffer gibt. Was sicher noch helfen würde, wäre das Gesicht. Um das zu rekonstruieren, braucht es einen Schädel, die richtige Software und viel Erfahrung. Also da haben wir jetzt den Schädel mit seinen Markern. Die Marker sind wichtig. Sie zeigen die Distanz zwischen Schädel und Hautoberfläche. Und sie widerspiegeln Alter und Körperbau von einer Person. Also wir haben jetzt Situation weiblich, ja. Alter um die 50 haben wir jetzt mal vorgewählt. Ja. Und dann ansonsten größere Körperfülle mit einem hohen Body Mass Index. Und beginnen jetzt zunächst einmal, wir würden uns jetzt zunächst einmal ein Grundgesicht auswählen, zum Beispiel ein solches Gesicht. Okay. Ja. Jetzt fängt die Arbeit aber erst richtig an. Mit tausenden Fotos aus dem forensischen Archiv wird jedes Gesichtsmerkmal modelliert. Und so kommt unsere Barfüßerdame langsam ein Gesicht über. Perfekt an die Marker angepasst. Das Bild, das wir jetzt hier haben, können Sie ungefähr sagen, wie nah wir hier an der Realität sind? Ja, also so ein Bild, das wir hier kreieren, das sieht ja fast wie ein Passbild aus. Ne? Das gibt sehr viele Details an. Was halt in diesem Bild stimmig sein sollte mit der Person, sind die Gesichtsproportionen. Da dürfen wir keine Fehler machen, wenn wir sauber arbeiten. Wie ein Phantombild also. Hier sogar in 3D. Zwar sind die Augenfarbe und Falten völlig willkürlich und die Frisur noch ziemlich unpassend, aber keine Angst, liebe Frau Barfüßer. Ein Styling folgt. Herr Rotz, was meinen Sie zu dem Bild? Das ist jetzt das erste Mal, dass die Frau im wahrsten Sinne vom Wort das Gesicht überkommt. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich die Gesichtsrekonstruktion von einer Person sehe, wo wir nur ein Skelett haben. Es ist immer ganz etwas Eigenartiges. Ich finde, sie ist sehr gut gelungen. Sie hat einen sehr grimmigen Ausdruck, der mich ein bisschen erstaunt. Aber sie ist effektiv eine kleine, gedrungene Frau und auch vom Kopf her jener breit, und das kommt da sehr gut zum Ausdruck. Was du eben erwähnt hast, dass es so etwas grimmig aussieht. Das liegt jetzt natürlich daran, dass wir einerseits die entsprechenden gealterten Augen einsetzen, die so ein bisschen nach hinten dann versetzt sind. Zum anderen haben wir hier einen geschlossenen Mund. Und wir müssen immer daran denken, Zahnverluste, das wirkt alles so ein bisschen eingezogen dann. Aber im Prinzip können wir jetzt natürlich auch mal hier etwas simulieren. Ich kann jetzt die Gesichtsausdrücke etwas verändern, wenn wir zum Beispiel mal ein kleines Lächeln ihr ins Gesicht zaubern, dann sieht es wieder ganz anders aus. Ja, dann verschwindet so ein bisschen diese Grimmigkeit und dann wird sie doch etwas freundlicher wieder. Und jetzt das versprochene Styling. Eingepasst in ein historisches Bild, macht sich die Dame doch schon um einiges besser. So, vorsichtig. Also Gerhard Hotz, wir haben einen vielversprechenden Namen. Wir haben ein Gesicht, aber einfach noch nichts Definitives. Enttäuscht nach dieser langen Suche? Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben sehr viel über die Frau herausgefunden, über ihr Leben, Gesundheit. Und wir haben eine valable Kandidatin. Und ich bin überzeugt, wir finden heraus, wer die Frau war. Und wenn es soweit ist, dann sind wir sicher die Ersten, die es erfahren. Das wird natürlich noch nicht nächste Woche sein. Aber was nächste Woche ganz sicher ist, ist die nächste Einstein-Sendung. Dann zu dem Thema. 5 Frauen gehen für Einstein durchs Feuer. Sie erleben Phänomene. Wow! Üben das Löschen und spüren die enorme Kraft einer Explosion. Ich habe einen riesen Respekt bekommen für die Feuerwehrleute. Dazu testen wir eine Schweizer Innovation, welche die Arbeit von Feuerwehrleuten revolutionieren könnte. Wenn sie das hinbringen, dann werden die zwei richtig Geld verdienen. Einstein, für einmal eine heiße Sache. Auf dem Sender gibt es für Sie heute Abend noch Eschbacher. Zuerst jetzt aber Kollegen von CVC mit dem Blick hinter das Schlagziel. Ich wünsche jetzt recht einen schönen Hinicht. Adi miteinander. So, muss ich vorsichtig. Als Mumien in einer Ausstellung, in ferner Zeit, wäre das etwas für Sie? Nein, ich glaube, ich lasse mich kremieren.